Ein wunderschönes Hallo. Es geht doch noch weiter, beziehungsweise weiter, doch weiter mit Minecraft. Ich bin jetzt gerade noch alleine auf unserem Server unterwegs. Ich hatte mir gedacht, ich unterhalte mich ein wenig, deswegen wird es wahrscheinlich auch eine längere Folge und werde währenddessen fleißig farmen. Ich nehme jetzt ein bisschen was Kram mit. Oh, warte, das Intro. Farmen. Danke. So, die schon mal nicht. Wir nehmen noch die mit. Das hier mit. Und wir nehmen noch was Holz mit. Stein nehmen wir auch noch mit. Warte, Stein hat man hier drin. Genau. Dann können wir uns nämlich gleich noch anbauen. Und Fackeln hatte ich auch irgendwo. Genau. Dann nehmen wir uns mal ein paar mit. Und natürlich noch was zu essen. Das hier nehmen wir zu futtern mit und das hier braten wir gleich mit der Kugel. So. Wird es gerade Nacht oder ist es einfach nur so Tag? Es ist gerade helligster Tag. Perfekt. So, wir hatten sogar noch Kohle drin. Perfekt. So. Ich hatte mir überlegt, ich farme jetzt Holz, damit Rika an ihrem Häuschen weiterbauen kann. Und danach würde ich die Welt erkunden gehen. Und Rika kann sich um anderen Kram kümmern. Ich will auf jeden Fall heute noch das Nether-Portal bauen. Da habe ich... Oh, ich habe... Stimmt, ich habe was vergessen. Pam, pam, pam. Ich werde auf jeden Fall heute das Nether-Portal zu Ende bauen oder mal aufbauen. Ich weiß noch nicht wo, ob ich nach unten oder nach oben. Muss ich noch ein bisschen entscheiden. Aber erstmal gucken. Wegen dem Hausbau. Ich hatte mich mit Rika abgemacht, dass sie sich da jetzt drum kümmert. Deswegen wollte ich da jetzt nicht viel zu sagen oder machen. Ich gebe ihr Tipps, wenn sie braucht. Aber mehr werde ich auch nicht tun. So. Ah, nee, warte. Ich kann noch eine. Ich baue noch eine Spitzhacke. Eine Scharpitzhacke. Also, wie gesagt, sie muss es halt lernen. Sie lernt es so für sich. Deswegen ist das alles gar kein Problem. Es sieht zwar noch alles aus ein bisschen wie Kraut und Rüben, ohne Struktur. Aber das ist natürlich ihr überlassen. Jetzt sehe ich die Sonne nicht. So, ich brauche jetzt hier aber gerade keine Schaufel, sondern das. Da ist ein Babypferdchen. So. Ja, was kann ich denn währenddessen erzählen? Ist ja noch niemand im Chat, mit dem ich da quatschen kann. Einen wunderschönen guten Abend, Jens und Rika. Und hey, Chatgemeinde. Hi, BHC Poke Ninja. Wie geht's dir? Was machst du so? Und gemeint ist ja noch nicht wirklich. Ich bin gerade alleine. Aber das wird schon. Beziehungsweise mit dir sind wir zu zweit. Da. Ach, ich wollte Erde mitnehmen. Deswegen hatte ich das Ding. Ja, okay. Erd. Was du erkennst mich nicht? Doch, natürlich. Also ich habe den Namen schon gehört, aber es war wahrscheinlich zu unserer Pokémon-Session, die ein bisschen länger her ist. Und ich glaube René. Aber wir hatten zwei treue Gucker bei unserer Pokémon-Session. Und wie gesagt, das ist jetzt schon was länger her. Daher tut mir leid, ich meine das nicht böse. Sven! Ah! Wir hatten doch als erstes Freunde bei Nintendo gegründet, um uns gegenseitig Pokémon zu verschenken. Beziehungsweise du hast uns Pokémon geschenkt in dem Moment. Stimmt.
Hast du den Namen geändert? Kann das sein? Hast du mal einen anderen Namen? Der ist relativ lang geworden. Wie geht's dir denn? Ja, hab ihn geändert. Siehst du, dann kann ich natürlich nicht erkennen. Ich glaube, du warst aber schon mit dem Namen einmal da. Ich werde gerade angeschrieben. Moment. Die Streamgruppe. Ich weiß noch nicht, wie Jens sagte, er fände es blöd, wenn jemand. Einige weiter sind als andere. Es scheint, als obwohl. Ich farme für Rika. Du kannst gerne dazukommen. Ich farme für Rika. Arme für Rika. So, mehr nicht. Aber er ist jetzt kürzer. Warum hast du denn so einen langen Namen gemacht? Hat das einen Grund? Zurück, bald dürfte die Nacht enden. Vorher der Kölscher Pokémon. Kölscher Pokéninja. Genau. Das wäre mir dann auch irgendwie noch aufgefallen. Was machst du denn fleißig so? Läuft bei dir gerade. Oh, jetzt muss ich aber wirklich zurück. Run, Jens, run! Hörst du schon? Ups. Vor allem Erik, falls du das siehst, ne? Mit Rika zusammenarbeiten ist jetzt auch nicht die größte Hilfe, um im Spiel irgendwie voranzukommen. Ihr kennt ihr Tempo. Und das ist nicht böse gemeint, das ist realistisch. Dann komm doch dazu. Ach ja, ich müsste noch Teamspeak anmachen. Uhu, für den Fall. Ja, ich mach kurz Teamspeak an, kleinen Moment. Jetzt bin ich raus. Da mal Teamspeak. Verbinden. Tick. Ich wollte. So. Verbinden. So, dann gehe ich hier rein. So. Nein, warte, ich muss noch den hier wegmachen. So. Spiel fortsetzen. Das Spiel ist abgestürzt. Man darf nicht raustappen. Man darf einfach nicht raustappen. Ja, dann müssen wir es nochmal kurz neu starten. Also im Moment. Alte 4. So, duck. Spielen. Beitreten. Bye.
Ich hoffe, der hat sich jetzt irgendwie gemerkt, wo ich gerade war. Jo, hat sich relativ viel gemerkt. Gut. Ninja scheint wieder gegangen zu sein. Ach, der Baum wird ja gerade abgebaut. Bin ich jetzt an denen hier dran? Mal die nächste. Die werden hier nicht so lange halten. Aber ich habe gesagt, ich hole hier Holz eine ganze Menge. Damit Rika bauen kann. Natürlich ist das nicht ganz so uneigennützig. Ich möchte natürlich auch, dass sie unser Haus endlich fertigstellt. Gruselgeräusche. Okay, hier ist nichts weiter. Wow. Wo kommst du denn her? Mistvieh. Kann das sein, dass das Spiel weiß, wenn ich auf dem Server alleine bin und es dann mehr Musik läuft und wenn ich auf dem Server mit mehreren oder mit anderen bin, dass er dann kein... wie baue ich denn das ab? Schaufel? Nee. Schwert? Eigentlich auch. Brauchen auf jeden Fall auch noch Essen und Fleisch und so ein Kram. Stirb, Schweinis. Stirbt. Doch sterbt, sterbt, ne? Stirbt ist der Einzahl. Das ist so wirklich die interessanteste Aufgabe, die es gibt. Ja, Minecraft habe ich jetzt festgestellt, das habe ich gemerkt dadurch, dass ich früher relativ viel alleine auch gezockt habe. Ich mache gern beides. Es gibt ja Bauen und Erkunden in dem Spiel. Komm mal, du Arsch. Was soll das? Komm her. Her, 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 her.
gib mir deinen bescheuerten Helm. Genau, es gibt ja Bauen und Erkunden. Und ich mache beides total gerne, da ich sowieso ja einen kreativen Job habe, drücke ich mich gerne kreativ aus und baue sau gerne. In dem letzten Spiel, was wir so angesetzt hatten, was wir aber nicht fortsetzen konnten, weil der Speicher auf dem Server, weil wir es auf den Speicher auf den Server nicht hochgeladen gekriegt haben, da habe ich ein großes Herrenhaus versucht zu bauen. Und davor immer habe ich mich schon sehr damit beschäftigt, so coole Konzepte an Häusern zu bauen. Ich habe eine Burg in den Berg gebaut. Ich habe ich habe nie diese mega krassen Konstrukte gebaut. Ich spiele es auch immer im Survival-Modus, weil nur der Kreativ-Modus, da habe ich nicht Spaß dran. Ich mache es gern kombiniert, weil nur kreativ ist halt kein Gameplay. Das ist dann nur Rumgemähre in meinen Augen. Aber, ja. Was habe ich denn noch gebaut? Wie gesagt, ich habe auch schon erzählt, ich habe ganz oft versucht, oder schon zwei, dreimal, ein Haus unter Wasser zu bauen. Aus Glas. War ja auch sehr stolz drauf. Da war dann irgendwann mein Wunsch, dass ich mal mit Pistons es schaffe, dieses Haus dann halt zum Beispiel auch. Habe ich hier noch irgendwo Holz? Nee. Mit Pistons schaffe, den Eingang hoch und runter zu fahren. War so jetzt noch nicht möglich, aber. Oh, da ist ein Creeper. Komm her. Ja, komm. Attackier mich doch. Ja, ja. Komm, komm. Gib mir dein TNT. So. Genau. Haben wir irgendwo noch leichtere Bäume zum Abbauen? Hier haben wir noch Hühnchen. Ah. Server leckt. Komm her. So, Federn haben wir auch. Da ist noch eine Kuh. Ich habe das Gefühl, die spawnen hier irgendwie willkürlich. So. Achso, was ich mir, genau, was ich vorhin noch erzählen wollte, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist, sobald Rika wieder, also es kann sein, dass Rika heute noch dazukommt und am Häuschen baut. Deswegen das Material farmen gerade. Gehe ich die Welt wieder erkunden, aber diesmal oberirdisch. Ich schaue mir das andere Dorf an. Wir haben ja noch ein Dorf entdeckt. Dann hoffe ich immer noch, mein Haus zu finden. Mein altes. Oder mein kleines. Weil da war auch da war nämlich auch noch so ein geheimnisvolles Portal auf dem Weg. Und das wollte ich gerne erkunden und wissen, was es damit auf sich hat. Könnte man mal eine Treppe hochbauen. Und hoppidi hopp. Und hopp und hopp. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch und hoch. Und hoch und hoch und hoch. Da ist unser Domizil schon. Und jump! Und hops. So. Mrs. Blöd, hast du das denn immer noch nicht gefunden? Nee, da habe ich noch nicht nachgesucht. Habe ich hier eigentlich noch Holz für eine Kiste? Und ich weiß, wir müssten hier auch irgendwann mal aufstehen. Hier habe ich noch Holz. Ich wollte jetzt das Holz nicht umbauen. Ah, gut. Und hi, Mrs. Blöd. Kommst du denn eventuell gleich dazu?
So, Fleisch ist gemacht. Dann können wir schon zum nächsten wechseln. Oh. Ah, erschreck, erschreck. Mistelblüt ist auf dem Weg. Hi, Anna. Ah. Trainiert der Blüt noch? Ich glaube nicht. Weil er gerade geschrieben hat, dass du auf dem Weg bist. Ich weiß nicht. Kommst du nicht, Erik? Nee, warte. Das rüber. Mach dich mal einen Tuck lauter oder dein Mikro näher an den Mund. Von wem redest du jetzt? Ich bin doch relativ laut. Mir ist Anna eben sogar ins Gehör gesprungen, das musste ich leiser drehen. genau. Ja, ich habe beschlossen, dass ich jetzt gerade ein bisschen für Rika farme, damit die sich nachher mit dem Haus beschäftigen kann und nicht die ganze Zeit irgendwie stirbt durch Rumlaufen. Dü. Okay, das ist nicht wichtig für jetzt. Ohne Scheiß, wir haben hier oben so einen coolen Spot, was ein Haus anginge und coole Ideen. Und Rika hat sich diesen einen ausgesucht, den ich so provisorisch nur gemacht habe. Aber wie gesagt, sie muss es lernen, also... Ja, das geht nicht. Überleg mal, wenn ich Rika jetzt wirklich für sich machen lasse, wie weit ist sie gestern gekommen mit einem funktionstüchtigen Haus mit Dach? Nicht so weit. Ja, ich würde auch gern irgendwie noch vorankommen, mal ein bisschen. Und dann suche ich jetzt lieber Ressourcen zusammen, dann soll sie sich erstmal mit dem Bauen beschäftigen. Und ich gehe nachher die Welt erkunden. Sie ist jetzt gerade auf dem Heimweg, sie war gerade mit dem, kann nicht jeder ein cooles Berghaus haben? Ja, mit Rika als Bauleiterin. Habe eben schon gesagt, ich habe ja früher immer alleine so Spiele gespielt und dann mache ich halt eigentlich immer gerne beides, aber das muss ich ja jetzt abgeben. Muss ich mich auch innerlich ein bisschen dazu nötigen, da nicht drauf einzugehen oder das anders in die Wege leiten zu wollen. Lamas geben kein Fleisch, ne? Nur Wolle. Oder? Okay. Der Baumburrito ist da. Jump. Oh, fuck, nein. Was denn? Sie sind hier so viele Creeper. Es ist Vormittag und hier ist alles erleuchtet. Naja, die spawnen ja trotzdem. Wenn ich jetzt die Nacht wach bin oder beziehungsweise jetzt hier noch unterwegs bin und die erst entstehen, dann, die spawnen nur nicht dann bei euch in der Ecke, aber die bewegen sich halt trotz Licht schon zu euch. Ich habe hier im Wasser Zombies gerade. Kommt her. Kommt Baumburrito nicht ins Teamspeak? Ich meine, ich nötige ihn nicht, wenn er nicht will.
Ich baue ganz viel Sand an. Für Scheiben und Glas. What? Jetzt beginnt wieder mein Hörspiel währenddessen. Warum? Was ist passiert? Ich weiß nicht, ob du den Gruppen geschubst, ob du Zimmer geschubst hast oder irgendwas. Das kann passieren. Wenn er dich hittet, dann bewegst du dich ja so ein bisschen. Ich glaube, das ist alles passiert. Ich bin etwas runtergefallen gerade. Jetzt habe ich keine Schaufel mehr. Na toll. Du bist doch bei euch auch diejenige, die erkundet, oder? Ja. Ich will heute das Nether-Portal bauen. Magst du da mitkommen? Weißt du, was das ist? Nein, also nicht wirklich. Da wirst du in eine andere Dimension gebeamt. So, das haben wir. Machst du auch. Nee, du bist gerade nicht auf der Weide oder sowas, ne? Also in einer offenen Stelle. Ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass auf dem Server irgendwie die Tiere mega random spawnen und auftauchen und wieder gehen. Ja, schon. Ich glaube, deswegen wird wahrscheinlich Rika niemals ihren Zoo da richtig aufbauen können. Die Leute, die im Stream ihr Handy aufgebaut haben. Ja, ich werde alle 5 Tage mal einmal angeschrieben. Konnte ja keine Ahnung, dass das jetzt ist. Ich glaube, das ist eine Frau. Ja, mit Podcast. Sag mal, will er jetzt nicht in Teamspeak kommen, soll er sagen? Interessiert mich nur, weil er ist ja im Spiel, ist er. Man hört Anna gar nicht. Wie kann das sein? Ah, warte mal. Ich habe ja gestern versucht, Sachen umzustellen, damit ihr euch nicht mehr hört. Kannst du noch mal was sagen? La 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 la. Nee, du bist nicht wirklich laut. Warte. Nochmal bitte. Test, Test, 1, 2, 3, 4. Jetzt dürftest du ein bisschen lauter sein, ich verstehe nun trotzdem nicht, warum du so leise bist. Okay. Weißt du, ich habe dich einfach ganz hoch gedreht, jetzt müsste man dich hören. Okay. Ich versuch gerade den Enderman nicht anzugucken. Du weißt du, wie du den besiegen kannst? Will drauf einschlagen? Nee, Da war es jetzt gerade doch zu laut bei mir. Baust über deinen Kopf eine Fläche, die direkt an deinem Kopf grenzt. Also quasi so eine Art Raum, der nur 2 hoch ist. Aha. Und die machst du ein bisschen breiter. Und dann guckst du ihn an. Weil der 3 Blöcke hoch ist, kann der da nicht hin. Du kannst von da aus ihm aber ständig auf die Füße hauen. Ha. Gut. Und so kriegst du ihn tot. Den brauchst du nämlich später auch, wenn du
zum Enderdrachen möchtest, also zum Finale quasi, weil dann brauchst du Enderaugen. Und die droppt er ja. Ist halt noch ein bisschen komplizierter, brauchst Enderaugen, musst zum Nether, musst dort noch was farmen und dann was umbauen. Ja. Da kommt sie doch. Hallo. Ich bin gerade live. Was möchtest du mich fragen? Pia fährt morgen über Brandschutz über Ikea dran vorbei, weil die zu ihrer Mama fahren. Ja. Und ich brauche ja noch neue Regalbretter fürs Billy. Soll ich sie fragen? Also, sie hat gesagt, sie kann mir die ruhig besorgen. Ja. Soll ich das denn machen vom Haus? Ja, kannst du gerne machen. Ja. Wenn du weißt, wie viele, ja klar. So, hast du ein Bett dabei, Anna? Ja. Okay, dann lege ich mich nämlich mal kurz hin. Du musst ja gut mal gerade die großen Blobsche besiegen. Ja, klar. So. Erik ist auch da, aber der will nicht in den Teamspeak kommen. Ja, der ist jetzt angepasst, oder? Naja, aber der spielt ja. Na. Okay, so. Ja, ich habe mich jetzt erstmal nur in die Podcast-Gruppe gesetzt, falls die anderen was anderes spielen wollten, wollte ich nicht stören. Ja, klar. Nö, ich hab grad nicht. So. Das packe ich mal nach unten. So, dahin. Das weg. Genau. Die brauchen wir noch. Das kann weg. Ah, da kann ich kurz was probieren, was testen. Das klappt. Davon eine. Steinsäge, okay. Steinstufen. Okay. Tück, tück. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir jetzt hier nochmal noch raus. Oh Gott, so viel Erde. Gerade irgendwie fast so ein bisschen wie so ein altes Modem. Was ist wie ein altes Modem? Er hat gerade irgendwas Geräusche wie ein altes Modem gemacht, keine Ahnung. Ich? Oder meinst du im Spiel? Ah. Ja, ich finde, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wann in den Höhlen so ein Geräusch entsteht oder warum. Mhm. Wenn du halt, sobald du eine Höhle betrittst, dann dieses. Ja, irgendwie so wie so Magiegeräusch. So ja, wo du dir irgendwas... immer denkst, scheiße, da kommt jetzt was. Ja. Nee, oder die Erde. So viel Erde brauchen wir jetzt eben auch nicht. Hier oben. Duck. Oh, ich hoffe, Rika kommt nicht auf die Idee, meine Diamantspitzhacke zu verwenden. Die würde ich ganz gut wegsperren. Ich glaube, das werde ich ihr nachher noch sagen müssen, dass sie die definitiv nicht benutzt. Dafür ist sie zu wertvoll. Hm. Glas wird gebrannt. Dann bauen wir uns jetzt noch ein paar Äxte. So. Ich glaube, ich mache jetzt den Stream bei mir auch mal selber an am Handy. Und wie war euer Tag sonst? Ja. Was Schönes gemacht? Oh, fuck. Nein. Klingt nicht so. Ich hab unter Kies gegraben. Ah. ja.
war ein bisschen unterwegs. Aber ansonsten nicht allzu viel gemacht. Oh fuck, ey. So, jetzt. eigentlich. Weiß ich nicht. Nichts Besonderes. Ich war halt wieder für Bewerbung gewesen. So. Ah. Läuft das? Ja, halt viel organisatorischer Kram. Ja, das ist ja meistens. Jeder so. Will irgendwas anderes haben. Wobei ich da schon sagen muss, ich musste jetzt kein Führungszeugnis irgendwie beantragen. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh drüber. Ja, vor allem wenn du dann online guckst, wenn so der nächste Termin ist, wir sagen ja, im April. Denkst du so. Ich habe heute mein Schreiben bekommen, dass und ich Rieke hat ja gestern mein Paket abgesendet. Und heute habe ich das Schreiben bekommen, das sogar schon angekommen ist und die jetzt gucken, dass sie schnellstmöglich herausfinden, was an meiner Xbox kaputt ist. Ja. So einen Dienst gefunden, den du vertraust. Ja, für Gott, nachdem alle anderen ja immer Nein gesagt haben, habe ich dann jetzt quasi dann doch mich getraut und ja auch von Erik gehört, was auch logisch war. Wenn sie eh schon kaputt ist, dann kann es auch beim Versand nicht noch mehr kaputt gehen. Hm. Habe ich sie jetzt an den Dienst in Hannover mal gesendet, um zu gucken, wie die sind. Aber die haben auch mitbeworben mit irgendwie 30.000 erfolgreichen Reparaturen und bla und keine Ahnung. Also etwas, wo du sagen kannst, okay, es wirkt auf den ersten Blick jetzt erstmal seriös. Ja. Mal gucken, was dabei auch rumkommt. Bin mal gespannt, was kaputt gegangen ist. Ja, klar, bring's vorbei. Ja, das geht doch nicht. Ach, nö, ich wusste es auch nicht, aber wir reparieren sowas nicht mehr. Kaufen Sie sich doch einfach eine neue. Ja, klar. Ja, klar. Wenn ihr mir 100 Euro Ermäßigung gibt, gerne. Ja. Könnt ihr alte als Ersatzteillager nehmen und so. Vor allem bin ich dann ja wirklich so jemand, das ist halt ein Geschenk. Ich benutze das dann auch gerne und hab's nicht gerne einfach nur rumstehen. Ich habe dann voll schlechtes Gewissen. Weil ich es halt auch nicht will. Rika hatte mir mal eine Uhr geschenkt, eine große. Da ist irgendwann die Halterung der Uhr mit dem Band kaputt gegangen. Und ich hätte sie quasi einfach nur zu einem Uhrmacher mal bringen sollen, der mir das diese Aussparung mal verbessert oder erneuert. Und da bin ich die ganze Zeit nicht zugekommen. Und dann hat sie mir irgendwann diese Uhr einfach nochmal gekauft. Wie gesagt, nee, das soll sie zurückbringen. Das will ich nicht. Ich will die Uhr benutzen, die ich von ihr das erste Mal bekommen habe und nicht den Ersatz. Weil ich mit der anderen Uhr halt viel mehr emotionale Verbindung hatte. Und ja, ich bin so jemand, der dann emotionale Verbindungen wichtig sieht. Ich habe ja auch immer noch mein Kuscheltier aus meiner Kindheit. Mein Lieblingskuscheltier von damals. Dem werde ich auch beerdigt. Ich auch noch eins. Eins habe ich, das ich so seit meiner Geburt habe. Ja, genau, seitdem ich 4 bin, habe ich das. Der ist jetzt. Oh Gott, der ist jetzt 29. Habe ich zum Geburtstag mit 4 bekommen. Ja. Habe ich auch Rika gesagt, ich kriege nicht mal in unsere Kinder. Wenn ich sterbe, werde ich damit beerdigt. Ist ganz dumm, ist einfach nur so ein kleiner Affe, ne? So ein Plüschtieraffe, aber das Design hast du auch sonst nirgendwo mehr gesehen. Also ich wüsste es nicht wo. Ich habe den selber schon geflickt, weil der mal angeschlagener war. Meine kleinen Geschwister haben den zum Schlafen benutzt, also vor allem meine kleine Schwester, wenn sie Albtraum hatte, dann hat sie gefragt, ob sie Hansi haben darf, so heißt der. Und konnte dann schlafen. Ich finde sowas süß, wenn Kinder sowas haben. Ja, schon. Gut, ich bin heute im Kindergarten, an der Grundschule vorbeigegangen und ich fand die Kinder gar nicht so süß, weil sie Blätter auf die Fußgänger geworfen haben, die da im Zaun waren.
Ja, das ist halt dieses, das ist ja auch wichtig, wie halt die Kinder erzogen sind. Also ich mag auch bestimmte Kinder nicht, weil sie mir vielleicht zu anstrengend sind oder sich nicht beherrschen können in dem, was wie ich es gelernt habe. Mhm. Also bei meiner Familie war es früher die Aussage, wenn Erwachsene reden, haben Kinder ruhig zu sein erstmal. Mhm. Also man redet nicht rein. Aber ich kenne ja, schon von Leuten, die wir... Genau, ich kenne aber schon Kinder von Leuten, die halt gerne reinquatschen, wo ich mich selber schon immer aufrege und sage, sag mal, kann es vielleicht sein, dass wir uns gerade unterhalten? Ich meine, ich kann das absolut verstehen. Ich meine, ich war auch so ein Kind, ich wollte dann halt gerne Sachen erzählen, die ich halt irgendwie erlebt habe oder weiß ich nicht was. Das ist ja nicht die Frage, aber so komplett irgendwas und komplett zu ignorieren, ach, ja, dass jemand gerade in einem Gespräch drinsteckt. Ja. Klar, Kinder checken das in dem Sinne jetzt noch nicht, das ist ja auch verständlich. Aber das bringt man ihnen ja bei. Ja. Das sollte man bei mir halt auch, ich habe das halt auch nicht gemerkt. Ja, und deine Mutter hat dann, oder deine Eltern haben dann halt kurz gesagt, nee, jetzt nicht, jetzt warte. Ja. Haben es dir halt dann quasi damit klargemacht, oh halt, jetzt ist gerade was anderes, da bin ich jetzt gerade nicht ganz so wichtig. Und dann, irgendwann durftest du es erzählen. Ja. Ein Stein, ist ein Stein, der sieht komisch aus, ich habe keine Ahnung, was da drunter ist. Oh, das ist interessant, wie sieht er denn aus, so moosbewachsen? Nee, es ist halt ein normal, also er ist halt einfach sehr, sehr pixelig. So dunkel. Ach, denn es kann auch sein, wenn der ist der dunkelgrau. Mhm. Okay, es kann sein, entweder hast du Bedrock gefunden oder Obsidian. Ist da Lava und Wasser in der Nähe? Ich höre, also theoretisch, ja, insgesamt in der Umgebung, ja. Ich höre auch in der Wand irgendwo Wasser. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wenn ich das wegmache, dass gleich Lava von unten kommt. Naja, von, die kommt ja nicht hochgeschossen. Okay. Aber dann kann es sein, dass es nämlich Bedrock ist und dann bist du am tiefsten Punkt. Das ist nur ein Stein, lässt sich auch nicht aufbauen. Okay. Dann könnte es natürlich... Ja, also Bedrock lässt sich gar nicht abbauen. Hm. Obsidian wirkt so ähnlich, der ist aber... den kann man abbauen, aber nur mit einer Diamanthacke. Aber ja. Die Sache ist, ich kann daneben halt abbauen. Ja, der Bedrock, halt der ist nicht... Das ist nicht eine plane Fläche, so. Das ist so hoch runter ein bisschen. Ah. Also zwischen 3-4 Ebenen wird er dann sein, aber der ist dann am Ende, wenn du das abgegraben hast, quasi eine feste Fläche. Das ist ja dann wahrscheinlich da... Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so tief bin. Ja, das kann gut möglich sein. Was sagtest du? Hm? Erik will heute nicht mit uns reden. Weiß ich nicht. Er ist im Spiel, aber er ist nicht im Teamspeak. So. Was denn? Ich hab PS geschrieben. Hm? Das wären 22 Jahre, das sind die vier Wörter. Ja, das ist auch viel. Ja, ja. So. Oh, was ist dunkel? Oh, dann gehe ich ins Bett. Woher weißt du das? Weil Erik ins Bett gegangen ist und das mir angezeigt wurde. Ah. Was ist, Rika? Das Gefühl, du hast was. Frag sie doch selber. Anna? Ja? Bleibt das bei Samstag? Denke schon. Habe ich nichts anderes gehört? Nee, ich dachte, weil Erik jetzt schlechte Laune hat. Er hat vielleicht einfach keine Lust zu reden, vielleicht guckt auch was nebenbei. Ach so, okay. Der verträgt die Wetterwechsel nicht so gut. Oh Gott, ja, ich kenne das, meine Nase war halt auch dicht. Nee, es geht mir um Kopfschmerzen. Ah, Migräne, ja, okay, ja, scheiße. Nee, das ist unangenehm. Und heute war es echt schlimm mit Sonnewolken. Manche sind da ja so mega empfindlich, das weiß ich ja. Gut, alles klar. Dann eventuell bis später. Jo. Hier. Da bin ich wieder. Schwitzt du an den Ohren? Ja. Mach das. Ich schwitze anscheinend an den Ohren. Schwitzt an den Ohren ist ja ekelhaft.
Aber ich mache da mal kurz das Video beenden. Ich wollte eigentlich so ein langes Video machen, in dem ich quatsche, aber jetzt bist du ja da, dann kann ich mich mit dir unterhalten. Also, dann mache ich dich kurz stumm. Und ich beende dann die Folge und wir sehen uns dann einfach in der nächsten. Bis denn und tschüss.